Hallo, ich bin's mal wieder, Flastibi, zurück bei Pikmin 1 und wir können natürlich einen neuen Ort betreten, nämlich den Zentrum des Waldes. Und da wollen wir auch gleich mal landen. Zentrum des Waldes. Mit der Maschine. Ach ja, da landen unsere Zwiebeln. Und wir nehmen diesmal nicht 100 Piken mit in den Kampf und hier ist diese geile Schillermusik. Ich finde die Musik bei diesem Level hier zu geil, müsst ihr mal drauf achten. Ich würde sagen von jeder Sorte 35. Erstmal. Die Musik ist hier so schillermäßig. So, ja, komm, 35 wollen wir. Ihr werdet aussehen, warum ich nicht sofort hier alle haben will. Hat einen bestimmten Grund. Dieser Grund, den habe ich schon öfter angesprochen eigentlich. Wer es vergessen hat, der wird es irgendwann checken. Jeder, was auch immer ihr tut, macht das mal weiter. Ach, ihr holt uns Nektar, das finde ich aber gut. Dann saugt erstmal hier euren Nektar auf. Und ihr da, lasst das mal sein. Was bringt euch das bitte schön? Das bringt euch gerade gar nichts, um genau zu sein. Mann, seid ihr doof. Hallo, seid ihr doof? Seid ihr ein Behindert? Dann halt nicht. So, erstmal alle ruft da. Alle ran an den Mann. Hier 5 hoch noch. Alle ran an die Wand und alle an die Wand. An die Wand. So, ich habe bestimmt Scheiß gebaut. Ich komme bestimmt nicht wieder an mein Bestimmungsziel, es sei denn, ich gucke hier mal durch die Gegend, wo ich da denn lang muss. Wir hören ja das Geräusch, sobald die Pikmin da fertig sind. In der Zwischenzeit gucken wir uns mal um, was wir so tun können. Jetzt bin ich hier irgendwie gerade ein bisschen. Ach so. Alles klar. Schon verstanden. Sorry für meine Dummheit. Hallo. Ich störe euch mal nicht weiter. Und Dankeschön. Das ist sehr lieb von euch, dass ihr das mal frei gemacht habt. Und du Ekelkäfer wirst jetzt mal verrecken. Bleib stehen. Er wird nicht stehen. Ach, das war noch dieser Scheißkäfer. Ich weiß noch ganz genau, was zu tun. Wenn man die erstmal bekriegen will, ist das ein bisschen nervig. Mann! Seid ihr behindert? Also, sorry, ihr seid nicht behindert. Ihr wischt mich, das meine ich. Ja? Seid ihr dumm oder was? Bist du dumm hinter der Birne? Hä? Hallo, ruf auf ihn! Wenn ich ihm Befehl gebe, dann verweigert ihr ihn gefälligst nicht. Anscheinend doch. Na gut, dann nicht. Mann! Ihr regt mich gerade auf, ihr Kackpikmin. Ich sehe gerade gar nicht und weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Mann, ihr nervt mich hier heute, Mann. Die nerven heute extrem. Kack, Pikmin hier. So, ich weiß gar nicht, was da drüben zu holen gibt. Wir machen uns einfach erstmal den Weg frei. Und schauen danach mal mit den, ich glaube eher den roten Pikmin dorthin, weil ich noch nicht weiß, was uns dort erwartet. Ich ahne Übles. Von daher möchte ich möglichst erstmal nicht meine, Ja, okay. Ihr habt nichts gehört und ich sehe gerade etwas Schönes. Nämlich das hier. Ja, das sind die blauen Pikmin. Ja. Ja, super, duper. Tollololololol. Tollololololol, vor allen Dingen. Da kommt auch schon das erste blaue Pikmin bei uns.
lassen wir es mal auskrebeln hier. Ich hoffe nur, dass nachher meine Pikmin dann nicht in Gefahr sind, die ich da an der Brücke stehen habe. Sonst, wäre es ziemlich dumm von mir. So, ein blaues Pikmin, süß, ja, super, super, süß. So, was habt ihr dazu sagen zu dem? Es handelt sich um ein Pikmin in einer anderen Farbe. In seinem Wangen scheint es ein paar Kien zu haben. Das lässt vermuten, dass dieses Pikmin sich ohne Probleme im Wasser aufhalten kann. Es gibt nur einen Weg, das genau herausfinden. Es steht im Wasser, du Fischkopf. Dann kann es nur im Wasser sich aufhalten dürfen, du Fisch. Manchmal glaube ich echt irgendwie, Olimar hat jemand ins Gehirn geschissen. Aber naja. Ich sag dazu mal nichts, was ich von Olimar hier halte. Nein, Olimar ist ein ganz lieber eigentlich. Nur manchmal denke ich echt, der hat mir ins Gehirn geschissen. Hallo? Gehst du mal weg? Gehst du mal weg, du hässliches Ding? Komischer Sektor. So, erstmal hier. Hier. Und. Ah, nimm's doch gleich mit, du Fischkopf. Nein, auf die Idee kommt dir natürlich nicht. Gleich mitzunehmen, das wäre ja zu einfach, ne? Mitnehmen, kaputt machen, danach auch mitnehmen. Mitnehmen. Man, Pikmin sind manchmal echt nicht wirklich intelligent. Obwohl es eigentlich intelligente Wesen sein müssen. Und hallo, wer überlebt allein auf einem Planeten? Also, als so kleine Viecher. Das würde manchen schwer fallen. Egal. Na komm. Die 5 Pikmin. Na gut, mehr Pikmin holen wir uns noch. Und danach suchen wir mal unsere anderen Pikmin-Freunde. Bevor die nachher noch verschollen gehen. Das wäre tragisch. Wollen wir auch nicht. Weiß ich zu verhindern. Hoffe ich doch. Wenn nicht, habe ich Pech. Und sie gehen alle drauf. Wäre doch auch kein Verlust. Wieder auch noch mitkommen. Und dann haben wir erstmal 16 Pikmin. Also blaue. 16 blaue Pikmin. Das ist sehr schön, dass wir blaue Pikmin jetzt haben. Ich weiß nicht, wo muss ich den überhaupt hin? Ich weiß das doch gerade gar nicht. Wo war denn die Kackbrücke? Ach, da unten. Ich glaube, das Spiel hat gerade. Das Speed ist low. Aber hey, komm, scheiß drauf. Speed ist low, aber geil. Wow. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Und zwar genau davor. Ja, ich glaube, ich sollte mal meine Pikmin trennen. Für kurze Zeit. Das wäre vielleicht die schlauste Lösung, den da erstmal um Platz zu machen, ne? Einfach mal draufrufen. Ja, ich traf auf ihn. Ich glaube, das wäre tatsächlich, glaube ich, tatsächlich die schlauste Lösung. Wir anderen in der Zwischenzeit. Das. Genau. Das. Hier dran schuppen, bitte. Ihr Roten kommt erstmal mit, da ist noch einer bei, den ich. Ist noch einer bei, den ich gar nicht haben will. Um ehrlich zu sein. Mehrere, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da welche bei, die ich noch gar nicht mit bei haben will. Ich glaube auch, ich werde hier unten vorläufig erstmal nur mit den roten Picken hinschnabbeln. Hinschnabbeln vor allen Dingen. Was ist das für ein Ausdruck? Hinschnabbeln.
Wörter ausdenke. Ja, ich werde hier vorläufig erstmal gleich nur mit roten Pigmenten schratzen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich gleich auf die Karte gucken. Wo war ich hier denn was finden können? Dort unten, dort, dort. Das ist für Wasserpigment. Das weiß ich nicht. Interessant, interessant. Ist interessant. Und ja. Wir werden mal schauen, was wir so bekommen hier für Kacke. Werden wir vermutlich erstmal umschauen. Geht das auch schneller, Leute? Ah, geht doch. Warum freuen die sich da drin? Die haben nicht mein Glück geholfen. Die haben keinen Grund, sich zu freuen. Das ist doch manchmal ätzend mit dem Pikmin hier, wenn die nicht so wollen, wie ich das will. Manche Pikmin wollen echt nicht, wie ich das haben will. Aber naja, dafür können die doch nichts. Darüber wird sich keine auf hier. Doch ich. Aber ist doch wurscht. So wurscht, wer sich darüber aufregt. Macht den Kuh jetzt auch nicht fett. Alter! Habt ihr es jetzt bald? Lecko Mio! Jetzt habt das aber mal. Dann nicht. Leck mich doch an den Sack. Ist mir auch wurscht. Will ich euch später. Aber mit euch will ich erstmal. Was wollte ich mit euch noch gucken? Nämlich, dass ihr hier nicht stehen bleibt. Weiter, ihr Luschen. Dum, dum, dum. Die Musik hier ist voll geil. Du, du, du. Lustig. Müsst ihr immer was machen, was ihr nicht machen soll? Das regt mich auf. Was? Was machst du denn da unten? Was macht ihr denn für Scheiße? Hallo, hab ich das gesagt? Nein. Oh Gott, ey. Freue ich mich auf mein Pikmin 2 Let's Play, da reagieren die Pikmin wenigstens noch von der Mitte. Aber ich glaube, ich will nur noch ein Teil hier. Müssten ja so schlau sein, wie das für links eintragen, ne? Da oben dürfen die doch eigentlich keine Probleme bekommen. Aber ich gehe vorsichtshalber trotzdem dann mit dem mit. Weil ich denen noch nicht so ganz vertraue. Hallo, rauf auf ihn. Dann halt nicht. Mach doch was er wollt. Leck mich an der Birne. Birnenbeinen. Leck mich doch im Arsch. Dann reagiert die denn nicht auf meine Anweisung. Sind die behindert? Damit die auch hochkommen, das ist super. Ah nein, die kommen ja gar nicht hoch, ne? Ich weiß nicht, wie gehen wir denn da? Braucht ihr eigentlich 15? Braucht ihr 15? Nein, 24, seid ihr denn? Nein, 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 seid ihr denn bescheuert? Boah Gott, sind die bescheuert. Picken hier bewegen nur noch um den Verstand. Wenn man nicht auf sie aufpasst. Geht ja mal gar nicht hier. Ist mir jetzt mal sowas von egal gerade. Wenn du zu blöd bist zum Scheißen und mich hierher findest. 1, 2, 3, 4, 5. Alle rauf da. Boah, ich. Mann, ich würde gerne Vivers hier spielen, aber die habe ich leider nicht. Für den PC. So, und jetzt würde ich gerne wissen, wo ihr lang wollt. Bevor ihr hier Scheiße baut. Will ich mir das mal anschauen. Wo tragt ihr den Schiedler? Warum fehlen da jetzt welche? Nun habe ich mein automatisches Getriebe wieder. Dieses Ding tuckert es auf seinen eigenen Weg dahin. Dabei lässt es mir das Fliegen ungemein und gibt mir die Möglichkeit, mich auf die wichtigen Dinge einer Raumreise zu konzentrieren.
3 dran. Na, wie schlau seid ihr denn? Wo tragt ihr es lang? Das will ich jetzt wissen. Und danach gehe ich schnell noch Pikmin retten. Das Teil will ich jetzt noch haben eigentlich. Aber ich glaube, ah nein, wir kriegen das jetzt nicht rum, oder? Wir kriegen das hier irgendwo lang. Die Musik ist so geil. So, wo tragt das lang? Normalerweise, wenn sie schlau sind, tragen sie es dort hinten lang. Ich glaube, sie sind sogar so schlau. Ey, meine Pikmin sind mal schlau. Ist ein Wunder. Sie fällt auch noch hin. Ist der so bekloppt oder tut der mir so? Scheiße, komm nicht mehr. Nein, nein. Das kriegen wir nicht mehr weg. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ich lasse es noch bis zum Ende tragen halt. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann halt Arschkarte. Dann ist es so. Ich gehe aber gleich noch Pikmin retten. Hey. Das tue ich auf jeden Fall noch. Bevor mir hier jemand abhanden kommt, gehe ich Pikmin retten. Auf jeden Fall. Ach doch, das schaffen wir noch locker. Klar, das schaffen wir. Boah, das freut mich. Dass wir noch wenigstens einen Shift-Teil hier bekommen. Ja, das schaffen wir. Wir machen jetzt nicht allzu große Sorgen, dass sie es nicht schaffen. Ich mache mir eher so meine Pikmin auf. Ich gleich noch holen werde. Hier unten rum. Und jetzt gehe ich mal ohne Pikmin schnell dorthin, wo ich meine Pikmin vorhin zurückgelassen habe. Wann ist überhaupt? Ich weiß es gar nicht und da. Käfer. Oh, da sind ja noch blaue sogar. Blaue darf ich auf keinen Fall zurücklassen, weil ich ganz schön bescheiden. Blauen zurücklassen würde, das geht gar nicht. Nein, nein. Scheiß drauf. Scheiß die Wand an, der eine da kann weglaufen und Stern gehen. Ist mir auch egal. Der eine da ist mir sowas vom Wurscht. Ja, jetzt bringen wir die noch schnell nach Hause. Und dann werden wir den Part auch beenden, denn dann müsste ich fertig sein. Ah, da bringen sie gerade das Schiffsteil. Joa, schöne Cutscene hier. Die das Let's Play mal wieder unnötig in die Länge zieht. Joa, was haben wir denn hier? Blablabla, kennen wir schon. Ja, 6:35, 6 Teile noch, dann kann ich weiter fliegen. Und das ist aber sehr schön. Und damit, bringe ich jetzt meine Pikmin ins Trockene. Und sagt dann vermutlich Sikorsky. Aber irgendwo fehlen noch Pikmin. Gehen wir gleich noch suchen. Nee, nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Die gehen wir noch suchen. Ugh. Hier kommt Pikmin rein und wo sind die denn? Sollen die denn sein? Auf der Karte gucken. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Bitte schön. Dann halt nicht. Scheiß drauf. Ach doch nicht. Passt schon so. Dann werde ich jetzt mal sagen, ich beende den Tag frühzeitig zum Sonnenuntergang. Oh ja. Mehr schaffen wir eh nicht. Und 5 Tage seid auch relativ am Inneren der Höhle, die ich am Wald entdeckt habe. Fand ich Blaupicken und die blauen gesehen. Haben Kiemen-ähnliche Organe an ihrem Wangen. Überhaupt scheinen sie amphibisch zu sein und können an Land in dem Wasser leben. Die Wunder der Natur werden mich immer wieder erstaunen, auch an diesem Ort. Joa, keine Pikmin verloren, Speichervorgang, bla bla bla. Und dann geht's beim nächsten Part weiter. Ich würde aber für diesen Part sagen, abonniert mich, teilt dieses Video, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Tschüss, Kowski, bis zum nächsten Mal, euer Flasten.